Einen wunderschönen guten Morgen an diesem 18. Dezember. Heute wird es praktisch, heute wird es bodenständig, heute wird es auf keinen Fall langweilig. Es geht um die Tizzy Tankstation. Ein kleines 4-in-1 Netzteil, ein kompaktes Netzteil. Auf der einen Seite kommt dort Strom rein und dieser Strom kommt auf der anderen Seite als USB-C und USB-A wieder raus. Und zwar 3 USB-A-Ports sind dort verfügbar und ein USB-C-Port. Dieser USB-C-Port, der lädt euer MacBook. Dieses Netzteil ist ein kompletter Satz für euer MacBook-Netzteil, was sehr schön ist. Diese ganze Tizzy-Produktwelt, die lebt oder ist verankert im Apple-Universum. Das heißt, all die Zahlen, die mit Strom zu tun haben, die rechnet euch Tizzy automatisch in Ladezeiten für iOS, iPhones und Mac-Geräte um. Das muss man nicht im Kopf tun. Die schreiben sogar all die Werte auf die Rückseite, was ein nettes Detail ist, das ich zu schätzen weiß. Weil es gibt viele No-Name-Plastikboxen, die sowas tun und man weiß nicht genau, was man bekommt. Das kann man alles ausprobieren, klar. Aber wenn man sich sicher sein möchte, diese Tizzy-Produkte, die schreiben das alle auf die Webseite, auf die Produkte. Man kann sich halt sicher sein, dass man da Power Delivery bekommt und die entsprechenden Geräte in der entsprechenden Zeit, in der versprochenen Zeit, laden kann. Ohnehin ist die insgesamt Empfehlung, ich habe auch Kabel von denen, sich auf der Webseite mal umzuschauen. Die haben unterschiedlichste Netzteile in unterschiedlichsten Formen für unterschiedlichste Anwendungsfälle. So für die Montage in den Tisch, ganz flache Netzteile, Netzteile mit mehreren Ports, mit weniger Ports, direkt in die Steckdose einsteckbar mit Kabeln. Da kann man sich aussuchen, was man möchte und man bekommt halt zuverlässig seine Geräte geladen. Ich kann die empfehlen. Ich benutze die zu Hause. Ich benutze die hier im Büro, habe ich auch eins. Und ich nehme es auch gerne mal auf Reisen mit. Das wiegt so viel wie so mein iPhone 11 Pro Max. Das ist so die Gewichtsklasse. Und dann lässt sich daran wirklich alles laden. Auch die Geräte der anderen Leute. Man kann ohnehin sich mehrere von diesen Kabeln kaufen in unterschiedlichen Farben. Und dann kann man unterscheiden, welches Kabel für welches Gerät zuständig ist. Es bleibt ein guter Tipp. Das ist die Tizzy Tankstation, ein kleines Netzteil. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns am morgigen 19. Dezember wieder.